Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing bzw. zu einer neuen Folge. Da kann sich Konami mal wieder eine Scheibe abschneiden. Wie immer ein riesiges Dankeschön an den Verkäufer meines Vertrauens, Maxim da draußen, ein riesiges Dankeschön, dass der Artikel auch so schnell da war, um von mir für euch da draußen geöffnet zu werden. Ja, es kommt zurzeit nicht viel raus bei uns im TCG bzw. OCG. Deswegen habe ich mal wieder ein paar Orikas für uns organisiert. Da gucken wir mal rein nach dem kleinen Intro. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir da mal rein in das kleine, aber feine Briefchen-Paketchen, was sich da so alles drinne verbirgt. Auf alle Fälle viele Götter diesmal. Viele Götter. Wo fangen wir an? Wir fangen hiermit an. Auch nochmal ordentlich zugeklebt. Auf alle Fälle war es mal diesmal eine extrem große Bestellung. Naja, wir gucken rein. Wir gucken rein. Einmal eine Box. Eieieiei, das hält sich immer nach einem fetten Stapel aus. Fangen wir von hinten an. Wir fangen von hinten an. Starten tun wir. Ui, mit den Promos. Es gab ja 2002, muss ich lügen, gab es ja diese Weltmeisterschaftspromos im OCG, wo die Sieger als Karte dargestellt worden sind. Da haben wir hier als allererstes die Version von Zaggy, dem Clown, als Orica. Natürlich brauche ich Orica nicht mehr erwähnen, es handelt sich ja nur um Orikas. Auf alle Fälle ein absoluter Hingucker. Ich kann jetzt seinen Namen nicht frei sagen. Jedenfalls war es der Gewinner, der als Zaggy gedruckt wurde. Sehr coole Sache. Feiere ich auf alle Fälle ab. Und passend zu ihm geht es da weiter mit dieser netten Karte, die als Bergtroll oder Gebirgskrieger seine Cartoonhaftigkeit bekommen hat. Auf alle Fälle sind da die Orikas oder beziehungsweise die Ulti-Effekte sehr, sehr nice. Und dann müsste es noch eine Fusionskarte geben. Passend dazu, da wäre es genau der Schädelritter. Auch ziemlich cool. Wie gesagt, das waren Promos nicht dran zu bekommen. Deswegen kann man da sparen, wie man möchte. An die Original kommt man nicht. Da muss man halt sich mit den Orikas begnügen, wenn man sich diese Kopien in die Sammlung packen möchte. Das sieht man schon am Hintergrund. Wir haben einen roten Hintergrund. Wir haben einen roten Hintergrund. Und für rote Hintergründe gibt es hier diesmal ein Slifer-Mädchen bzw. eine Waifu-Artwork eines Slifers. Okay. Ja, kann man mal mitnehmen. Slifer in Waifu. Weiter geht's dafür für Obelisk als Waifu, ebenfalls hier mit so einem Secret-Effekt. With Boobies. Secret-Effekt ist ganz niedlich, kann man mitnehmen. Alles nicht teuer. Und, warte mal, wir haben ja nochmal Slifer und Dings. Hier müssen wir erstmal noch einen Ra finden. Auf alle Fälle, jo, haben wir hier nochmal einen Ra. Das wäre die erste Version eines Ra's. Ein Ra, ist ja diesmal eine Waifu. Fangen wir wieder an mit dem Slifer. Fangen wir wieder an mit dem Slifer. Da ist diesmal dieses Jump-Promo Slifer Artwork. Ebenfalls nochmal in Secret als Waifu. Okay. Obelisk. Noch mehr. In seinem Movie Artwork. Auch witzig. Und passend dazu auch noch der Ra. Ebenfalls sehr, sehr cool. In seinem Standard-Artwork. Als Waifu. Okay, nicht schlecht für diese drei Secrets. Kann man auch mal mitnehmen. Weiter geht's. Oh, mit dem Rush-Duel-Format. Das ist ziemlich cool. Ich weiß, man kann vom Rush-Duel halten, was man mag. Aber wir haben richtig, richtig nice die Rush-Duel-Götter. Fand ich auch mega heiß. Guckt euch mal diesen Effekt an, dieses Ras. Ein absoluter Hingucker. Der freut mich. Der freut mich wirklich. Geiles Artwork.
Weiter geht es für das Waschduell-Format mit Slifer, dem Himmelsdrachen, Osiris, auch cool mit dem Maul hier, wie das so zur Geltung kommt, mit den Blitzeffekten. Da haben die echt was drauf, muss ich sagen. Also da kann sich Konami wirklich mal wieder eine Scheibe abschneiden. Richtig geiler Support für unsere Götter. Ich habe ja gesagt, wir haben heute viel Götter. Und abschließend für die ganze Sache haben wir auch noch Obelisk, dem Peiniger, als Legend-Karte, als Rush-Duell in Kückerchen. Absolutes Träumchen. Wir sortieren die mal wieder so aus wie vorher. Wir machen einen Slifer. Wir machen den Obelisk. Und wir machen einen Ra. Sehr schön. Haben wir die auch zur Geltung. Gut, weiter geht's. Weiß gar nicht, wo das hier alles endet. Weiter haben wir... Ui, wieder eine Waifu eines Slifers. Mit ägyptischen Hieroglyphen im Hintergrund. Die Schrift gefällt mir zwar jetzt nicht so, aber ja, für das, was es sein soll, ist okay. Die Göttersammlung kann ruhig ein bisschen größer werden als von ihren Standardsachen. Mega cool. Obelisk wird Tormentor, ebenfalls ihr als Waifu. Guck dir mal die Hände an. Er hat sogar auf den, sie hat sogar auf den Händen den Obelisk drauf. Cool. Ach, kann ich mir nicht beklagen. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Findet ihr das Quatsch oder findet ihr das witzig? Ich finde es witzig. Ring Dragon of Ra, ebenfalls nochmal als Waifu with Boobies. Cool. This card cannot be used in a duel. Dafür sind sie aber echt schön gemacht. So eine Seite kann man damit locker mal füllen im Binder. Weiter geht es. Weiter geht's mit Göttern. Nochmal Obelisk, dem Peiniger in seiner, sag ich mal, Anime-Version. Beziehungsweise in seiner, ja, unspielbaren Version. Nichtsdestotrotz sind sie alle unspielbar. Obelisk, okay. Weiter. Oh, da war noch ein Ra. Mit einem Secret, not for sale. Nice. Nice, nice, nice. Und wir haben natürlich den Osiris. Richtig cool. Kommt auf alle Fälle richtig cool zur Geltung. Wenn, dann machen wir das hier vernünftig. Wenn, dann machen wir das hier vernünftig. So. Vielleicht gefällt euch ja ein Artwork, was ihr euch selber zulegen wollt. Gut, wir machen weiter. Wir machen weiter mit... weiter natürlich mit Göttern. Obelisk wird Tormentor mit Kaiba als Chibi-Version. Auch cool, so als Full Art. Leichter Holo-Effekt. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist in Ordnung. Wir haben den Yami Marik. Auch nicht schlecht mit Ring Dragon of Ra. Kann man auch mitnehmen. Und natürlich müsste jetzt der Yugi und der Slifer kommen. Na klar, Slifer the Sky Dragon als Chibi Yugi. Witzig, witzig, witzig. So. So viele Götter, so viele Sets. Da kann man die eine oder andere Seite mal mitfüllen. So, ein bisschen zur Seite. Weiter geht es mit. Oh, wie kann es anders sein? Wir haben mal wieder einen Ra. Einen Ra. Das Artwork gefällt mir fast mit am besten von den ganzen Karten. Einmal einen Ra. Einmal einen Obelisk, das ist auch mega heftig. Das sollte eine originale Kopie sein von Artwork her. Da sieht man mal den ganzen Koloss auf einem Bild. Finde ich mega scharf. Und natürlich dazu passend den Slifer auch nochmal hier als Secret-Effekt. Qualität echt, echt gut. Ups, Qualität echt, echt gut für das, was es sein soll. Gut, weitere Götter abgeschlossen. Sehr schön. Geht es weiter mit Göttern? Nein, endlich sind die Götter vorbei. Jetzt haben wir die Standardversion eines rotäugigen schwarzen Drachen in dem Artwork eines blauäugigen weißen Drachen. Also das finde ich schon mehr als witzig, dass es der Rotauge geschafft hat, mal in dem Artwork des weißen Drachen zu kommen. Absoluter Hingucker, fand ich mehr als witzig. Fand ich mehr als witzig. So. Und passend dazu gibt es dann natürlich auch
den weißen Drachen im Artwork vom Rotauge. Dieses Fliegende mit dem Stein in der Hand. Kennt man ja alles vom Rotauge. Von der Version aus auch echt, echt knuffig. Und davon müsste es noch einen zweiten geben. Genau, einmal mit einem Maul auf. Leichter, kleiner, feiner Unterschied. Leichter, kleiner, feiner Unterschied. Aber witzig. Einfach nur witzig. Mal zum Mitnehmen. Und dann müssten wir noch einmal einen weißen Drachen haben in seiner History-Kollektion, genau HC01. Auch nochmal ein alternatives Ding. Kann man mal mitnehmen. Gibt so viele Blue Eyes Artworks, da fällt das schon ja nicht mehr auf. So. Okay. Weiter geht es mit einem Ultradrachen im Full Art. Nice, auf alle Fälle. Nice, da Hingucker. Okay. Dann haben wir einen Black Luster Soldier, ebenfalls als Full Art. Auch nicht schlecht, kann man auch mal mitnehmen, passend zum Ultradrachen. Okilidokili. Einen Valkyrion, den Magnetkrieger. Ebenfalls kein schlechtes Artwork. Weiter einen Buster Blader im Full Art Artwork. Auch geil. Auch cool. Gehen wir mal zur Seite, wir haben gleich keinen Platz mehr. Noch einen weißen Drachen als Full Art Secret Version. Ebenfalls zum Mitnehmen. Und passend zum Blue Eyes darf natürlich dann wer nicht fehlen. Der Red Eyes, auch ein absoluter Hingucker. Red Eyes Metal Dragon, auch cool. Auch cool. Herbeigerufener Totenkopf, ebenfalls mega nice. Schön, die ganzen Secret-Effekte. Beschwöre ich mich nicht. Hat so was Anime-Style-likes. So. Exodia, richtig geiler Secret-Effekt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Qualität ist da echt mintig. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Weiter haben wir, jetzt geht's ab. Einen Glurak als Blue Eyes. Einen Glurak als Blue Eyes, ebenfalls so zu dem Rotauge. Netter Abklatsch, finde ich irgendwie niedlich. Wer diese Kooperation zwischen Yugi und Dings mag, also zwischen Yugi und Pokémon. Nett. Den packen wir mal uns separat. Falls wir keinen Platz mehr haben. Da haben wir den Shining Dragon. Auch super nice. Wir haben zu wenig Platz, um alles ins Bild zu holen. Packen wir doch mit dazu. Ein Shining Dragon. Und die hatten wir schon mal. Das ist der rotäugige Ultradrache. Und dann natürlich noch der blauäugige Ultradrache. Die habe ich nochmal doppelt organisiert. Die wollten einen Kumpel von mir haben. Die sind separat. Die hatten wir schon als Short. Und dann haben wir noch die aktuellen Staryumes. Staryumes sind, wie gesagt, von einem Schmuddelmanga. Die speziellen Promokarten für Magiermädchen. STYU, japanisch 27. Kommen natürlich mit in die Magiermädchen-Sammlung. Absoluter Hingucker. Nummer 1. Da haben wir es auch nochmal. Promotion-Karten, Not for Sale Staryume. Einmal mit Zensierung von kleinen Herzchen. Niedlich. Ebenfalls eine weitere. Ja, die zeigen ein bisschen was. Machen wir mal ein separates Video zu. Nehmen wir mal die Magiermädchensammlung in die Kamera holen. Einmal hier mit einer Unterschrift 2024. Auch niedlich. Und abschließend tun wir die ganze Sache mit der letzten Karte für heute. Einmal dieses nette Mädchen. Okay, wieder ein paar Magiermädchen, wieder ein paar Göttersets, ein paar Sonderkarten, ein bisschen Pokémon-Klarer Radatsch. Und dann haben wir hier noch ein separates Package.
Es ist ein Set von 42 Karten, so viel ich mir sagen lassen habe. Und zwar nicht von Yu-Gi-Oh!, mal was anderes auf diesem Kanal. Diesmal haben wir ein bisschen Sailor Moon. Sailor Moon Karten, habe ich gedacht, auch für den Preis nimmst du die mal alle mit. Ui. Ein ganzes Set. Na, dann blättern wir da mal einfach mal durch. Blättern wir mal durch. So rum. Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Jupiter, Sailor Venus, Sailor Venus, der Uranus, der Neptun, der Uranus, Takiko, Yatenko, Seiyako, Sailor Neptun, Neptun, Pluto, Pluto, Saturn, vom steht da Sailor Saturn. Shibimoon, Helios, Shibi-Varianten, Shibi-Varianten, nicht schlecht, nicht schlecht, also für den Preis, so viele kleine Karten hier, wenn man irgendwo Lückenfüller braucht, och, niedlich, kann man die mal irgendwo mit zwischenpacken, jo, okay, niedlich, für den Preis, kann ich gar nicht meckern, ja, kleine, aber feine Bestellung. Mehr oder weniger war die Sailor Moon ein Bonus. Ja, wie seht ihr das? Was war eure Lieblingskarte von dieser aktuellen Bestellung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut.